Im nächsten Jahr wollen sie die Bacchustreppe instand setzen. Einen Spender gibt es bereits. Doch es sind noch nicht alle baulichen Details geklärt. Wenn man dann eben sich oben das Plateau anguckt, sieht man, dass rechts ein Postament steht, links ein Postament gestanden hat. Das sieht man unten an dem Abdruck und in der Mitte auch ein Postament gestanden hat. Wenn man jetzt oben sich das rechte Postament anguckt und sieht, dass dort eine konische Ausklinkung drin ist, weiß man hundertprozentig, dass es eine massive Abdeckung gegeben hat. Jetzt kann man überlegen, was war denn aber dann als Brüstungsfeld drin? Weil ein massiver Pfeiler, eine massive Abdeckung, aber ein hohler Körper. Man sieht auch da drin eindeutig, dass keine Geländerhespen einbinden. Also muss es irgendwas anderes gewesen sein. Und wenn man dann noch genauer hinguckt, sieht man, dass in periodischen Abständen kleine Anschlüsse an dem Postament sind. Das heißt, dafür gibt es eigentlich bis zwei Konstruktionsprinzipien. Entweder ein Halbsteinverband, also ein Stein, kein Stein, oder durchaus wie in römischen Bädern, dieses albanische Gitter. Halbschalen, die versetzt im Halbsteinverband angeordnet ist. Und jetzt haben wir das alte Foto gefunden und ziehen uns das raus und werden genau rauskriegen, was es ist. Und dann hat es richtig Spaß gemacht. Damit die Arbeit auch weiterhin Spaß macht und dabei wissenschaftlich einwandfrei bleibt, nehmen sich die Vereinsmitglieder Zeit. Ihr Einsatz erübrigt viel Geld, das man eigentlich für solch ein Mammutvorhaben bräuchte. Wer möchte, kann auch mitmachen, zum Beispiel indem er nach alten Fotos und Postkarten fahndet oder sein Fachwissen einbringt. Am jeweils ersten Samstag im Monat stellt sich der Verein bei einer Führung über den Winzerberg vor. Werte Zuschauer, das war Potsdam die Woche. Ich hoffe, Sie fühlten sich gut informiert und schalten auch in 7 Tagen wieder ein. Tschüss und auf Wiedersehen. Jetzt wirst du was fürs Leben lernen. Weißt du, wir Italiener, ja, ich weiß, wir haben Temperament, aber wir fühlen, wir empfinden, auch wir haben Seele. Aber wir haben auch Leidenschaft. Weißt du, wir lieben das Leben und wir leben es. Hör mal zu. In Italia, Pizza, Amore, Fantasia. Hört, hört. Ist das Weib die Magd, der Mann ein Gott, der niemals klagt, niemals. Hör zu. Wenn dein Weib nachts um 3 dich beschimpft mit Geschrei von Amore, füll sie ab mit viel Wein und lass sie nicht allein mit Amore. Halt ihr Herz, Tingelingeling, Tingelingeling, und dann sing Mia Bella, Mia Bella. Dann mach schnell Tippi-Tippi-Tay, Tippi-Tippi-Tay, und sie tanzt Tarantella. Immer schneller, wenn sie dann noch nicht will, mach ihr Pasta mit sehr viel Amore. Viel Amore.
ist sie dann noch nicht heiß? Kauf ihr ein Erdbeereis, nicht so klein. Nicht so klein, nicht so klein. Geht sie darauf nicht ein, sprich mit ihr nur zum Schein von Amore. Scusami, du bist sie, die wird dann mit dir gehen, mi amore. Jetzt hab ich's verstanden. Wenn dein Weib nachts um drei dich beschimpft mit Geschrei von Amore, that's amore, füll sie ab mit viel Wein und lass sie nicht allein. Mi amore, amore, amore. Halt ihr Herz, tingelingeling, tingelingeling, und dann sing, oh Nutella, mia bella. Dann mach schnell, tippi tippi jay, tippi tippi jay, und sie tanzt Raggiatella, Tarantella. Wenn sie dann noch nicht will, mach ja Pasta mit Dill. Und amore, das amore, ist sie dann noch nicht heim. Mach ja Pasta mit Eis, nicht zu klein. Nicht zu klein. Geht sie darauf nicht ein, füllt sie voll nur zum Schein von Amore. Scusami, du wirst sehen, sie wird dann mit dir gehen. That's Amore, Amore, that's Amore. Ciao, Bella. Oh, Bella, bist du wieder zurück? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi all'improvviso venire dal vento rapito e comincia a volare nel cielo finito. Volare. Ein italienischer Abend auf FAB. Herzlich willkommen, Marisol Ximenez Carrillo. Freue mich. Buonasera. Herzlich willkommen. Oh, sehr schön. Claudio Maniscalco. Hallo. Herzlich willkommen. Robert Luis Griesbach. Herzlich willkommen. Danke. Und herzlich willkommen, Stefano Alborghetti. Freue mich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe gesagt, liebe Zuschauer, italienischer Abend hier bei Hallo Berlin am Samstagabend auf FAB. Üblicherweise immer montags, nicht auf FAB, sondern bei Pomp, Duck and Circumstance. Seit wann schon, Claudio? Oh, seit letztes Jahr, Herbst 2004, läuft das erfolgreich und fast immer ausverkauft. Ihr werdet nicht müde und das Publikum, du sagst es, wird genauso wenig müde. Und jetzt die Probe aufs Exempel. Stefano Alborghetti, schon da gewesen oder nicht? Ja, noch nicht. Oh, ja. Ja, warte, nun, aber ja oder noch nicht? Schon auf dem Weg. Stefano Alborghetti, liebe Zuschauer, ist womöglich der einzig echte Italiener in unserem Kreis oder doch das nicht? Claudio. Ich bin eben. Ich bin Italiener. Mein Papa ist Italiener, die Mama ist Deutsch. Ja. Ich bin natürlich Italiener. Ja, gut, ich wollte ja nur mal hören, ob das italienische Temperament noch da ist oder ob du zu lange in Deutschland zu Hause bist und inzwischen nicht mehr. Also, es ist noch da. Ich werde das, glaube ich, nie verlernen. Okay, dann fragen wir mal anders. Stefano,
Stefano, wann waren Sie das letzte Mal zu Hause in Italien? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Claudia, wann warst du das letzte Mal zu Hause in Italien? Oh, das ist jetzt schon 8 Jahre her. Es ist so weit weg. So weit weg. Marisol, du bist Mitglied des Ensembles La Familia. Wir reden gleich über das Thema dieser großartigen Show. Aber du bist keine Italienerin. Nein, eigentlich nicht, aber das südländische Blut ist doch in mir. Spanien. Viertelspanierin. Viertelspanierin? Ja. Viertelspanien? Und was sind die anderen drei? Also mein Vater ist halb Spanier und meine Mutter ist Deutsche. Also der Arm ist Spanisch. Und nicht nur der Arm. Das Herz ist Spanisch. Der Rest ist Italienisch. Ja. Und Luise kommt aus Frankreich. Oder vom Wedding? Vom Wedding. Vom Wedding. Ja. In La Familia übernehme ich ja den deutschen Part. Das ist es ja. Und dann bin ich der Günther. Ja. Da haben wir das Luis einfach weggelassen. Und der Günther ist vom Wedding. Genau. Wir kommen wir aufs Thema. La Familia, ein Programm, das, wie wir gehört haben, seit mehr als einem Jahr läuft und wie es sich gehört. Es geht um, wenn man so will, um eine Hochzeit und um den Hochzeitgast, der natürlich für nichts anderes zuständig ist, als dafür Unruhe zu stiften. Robert, ja oder nein? Das wäre jetzt ganz ungerecht. Ich komme eigentlich mit einer ganz großen Gelassenheit und Ruhe hin. Die Unruhe wird gestiftet von den beiden. Wir sind das italienische Paar, das heiratet und kurz vor der Hochzeit und wie das in Italien üblich ist, mit viel Temperament, mit Eifersucht, mit Liebe, mit wieder sich trennen wollen. Und er ist unser entfernter Verwandter aus Berlin, der völlig in das Chaos gerät. Er ist etwas überfordert mit unserem Temperament. Und aber wir wollen jetzt nicht fragen, ob es ein Happy End gibt. Die Spannung sollten wir unseren Zuschauern noch erhalten. Ist das, wenn man so will, das, was wir als erleben, so typisch italienische Familie oder ist das auch vorstellbar woanders? Marisol. Naja, ich denke schon, dass es sehr italienisch ist, aber ich denke durchaus, dass sich das auch in anderen Ländern abspielt. Stefano Alborghetti, wie sind die Italiener, die Italienerinnen? Sehr schöne Damen, die Italienerinnen, aber ich muss ehrlich sagen, es fehlen ein bisschen Kinder hier noch. In einer Familie in Italien fehlt die Großvater. Ja gut, nur heiraten die ja erstmal und dann werden die Kinder gemacht, oder wie? Also, die, hat alles seine Ordnung bei La Familia. Die Großvater und Kinder müssen wir nicht vergessen, weil das ist alle Seite von der Emotion da in Italien. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe schon starke und warme Emotionen hier. So, ja, gut. Wie lange haben Sie immer Dienst? Am Tage, meinen Sie? Am Tage bis zum Abend? Vom Morgen sehr früh bis abends sehr spät. Bis abends sehr spät. Aber Sie dürfen von Zeit zu Zeit auch mal ein bisschen früher gehen, zum Beispiel montags. Wann? Ich muss jetzt in Pomdanke Zirkusstraße gehen, auf jeden Fall würde ich machen. Ja, das würde ich doch. Also ich empfehle jetzt schon mal an dieser Stelle immer montags 20 Uhr Pomdanke im Circumstance im großen Zelt, liebe Zuschauer, im Spiegelzelt, also La Familia mit den dreien. Und wir erleben jetzt gleich im Laufe unserer Show noch sehr viel mehr von dem, was Sie dann montags erleben können. Jetzt zunächst einmal ein kurzes zum Wohl. Salute. 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 Und meine Damen und Herren, steh ruhig auf. Ja, das ist Italien, ein bisschen chaotisch. So, da stehen zwei nette Gäste unserer Sendung, liebe Zuschauer, nämlich Cinzia und Danilo. Und sie singen natürlich was Italienisches. Che sera, bitte sehr. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, sono la tua malattia, paese mio ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soffrattutto forse niente, da domani si vedrà. Sarà, e sarà, perché sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà. Che sarà della mia vita, chi lo sa. Come poco la chitarra, se la notte piangerò, una lira del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca,
che è pura fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove quando non lo so, ma so soltanto che torno. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, che sarà, quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. E sarà quel che sarà. E sarà quel che sarà. E sarà quel che sarà. Ja, und Danilo zu Gast bei Hallo Berlin, La Familia, unser Thema Pomp, Dark and Circumstance, immer montags 20 Uhr im großen Spiegelzelt und drei Kontrahenten, hätte ich fast gesagt, drei Mitwirkende sind bei uns zu Gast, aber im Zelt dann so ein bisschen Kontrahenten dann wahrscheinlich doch schon, oder das nicht? Das ist aber ein Auf und Ab. Was sind das für Gäste, die kommen? Auch Italiener unter den Gästen? Natürlich, ja, sicher. Ja, natürlich, die kommen. Und aber auch viele Italien-Liebhaber, die gerne nach Italien fahren, die sich ein bisschen in dieser kalten und nassen Zeit ein bisschen Italien-Urlaubsstimmung wieder zurückkommen wollen. Das heißt, im Sommer wollen. Macht er Pause, oder wie? Oder spielt? Nein, wir spielen auch im Sommer natürlich. Also, ja. Ich meine, weil du von der kalten und nassen Zeit sprichst. Ja, aber gerade jetzt ist natürlich die Zeit, wo man sagt, oh Gott, dieses Wetter. Und da kommen die Leute gerne und das macht auch wirklich Spaß. Ja. Also. Ihr zwei seid ja Schauspieler, Sänger, ausgebildet etc. Robert ist aber doch eher Schauspieler und Kabarettist, ja, oder stimmt, nicht? Ja. Wie ist denn mit der Singerei? Also hast du eine fantastische Stimme, wie wir gehört haben und noch hören werden. Gehört die Ausbildung zum Kabarettisten zusammen mit der Ausbildung zum Sänger oder wie ist das? Da ich ja prinzipiell gar keine Ausbildung mache, dann war die einfach so dabei. Naturtalent. Da danke ich meiner Mutter. Wie weit heißt du? Du hast keine Ahnung, aber du hast eine Ausbildung zum Schauspieler, oder? Nein, auch nicht. Nein, nein. Gar nicht. Wie seid ihr zusammengekommen, um dieses Stück gemeinsam zu gestalten? Also ich habe damals mit einer anderen Partnerin, mit der Pascal Camela, ein italienisches Programm gemacht. Wir waren auch schon mal hier. Bei uns zu Gast, Genau, und da entstand, das hat dann damals der Herr Woderz und der Arthur Castro, die haben das gesehen, dieses Programm, und da entstand die Idee, eine Italien-Show zu machen. Da sind wir dann dazugekommen, Pascal und ich, und dann suchten wir einen deutschen Gegenpart. Und ich kannte Robert schon, weil wir haben mal vor ein paar Jahren zusammen beim Fernsehen eine Sketch-Comedy. Da war er auch schon Gegner, oder wie? Ja, da war ein Mitspieler, war da. Sehr witzig. Also, und daher kannte ich ihn schon, und eigentlich war von Herrn Woderz ein anderer vorgesehen. Ich habe gesagt, nein, wenn, dann möchte ich gerne mit ihm, weil ich finde einfach, dass er ein wunderbarer Komödiant ist. Und Marisol ist für Pascal gekommen. Genau. Seit wann bist du dabei, Marisol? Ich hatte meine erste Vorstellung im Juni diesen Jahres, und jetzt sind wir seit September. Und jetzt müsst ihr nicht mehr loslassen. Ich wollte gerade sagen, wir lassen Sie, wir geben Sie nicht mehr weg. Nein. Obwohl Sie jetzt im November auch neben La Familia auch noch andere Dinge macht, da können wir aber gleich ein bisschen ausführlicher darüber reden. Ich bitte euch in unsere große Show-Ecke, da gibt es gleich wieder Musik. Und Stefano Alborghetti, Manager Hotel Marriott hier in Berlin. Natürlich viele ausländische Gäste, viele italienische Gäste auch, die wissen, Sie sind Manager. Also gibt es da noch Drähte, bei denen Sie sagen, die nutze ich, um viele Gäste nach Berlin zu holen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir merken schon, dass mit einem italienischen Manager im Haus, unsere italienischen Gäste, gibt es ein großes Wachstum im Moment. Ja. Wir haben eine sehr gute Kollaboration mit italienischen Botschaft, gibt es eine neue Botschaft im Moment auch gekommen, und das ist schon, und im Sommer auf jeden Fall, viele Italiener kommen in Berlin, sie finden Berlin sehr interessant, und auf jeden Fall im Potsdamer Platz, das Berlin Marriott ist eine Top-Location, und auf jeden Fall, sie können in wenigen Minuten alles erreichen. Schon. Wir reden gleich ein bisschen weiter über das italienische Angebot des Hotels Marriott. Liebe Zuschauer, jetzt hören wir zunächst Marisol, Claudio und Robert mit dem Medley Azzurro. Bitte sehr. Ciao! Ciao, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre,
vorrei trovare parole nuove, ma mentre piove piango con te. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza non amarina, ma lei non vuoi sapere del mio amore. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no 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 no, oh no 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 no, oh no 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 no. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli. Von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist ja nur schick und fein, doch die beiden Italiener wollen gern zu Hause sein. Oh, Tina und Marina, Tina und Marina, dann wird es wieder schön. Cerco l'estate tutto l'anno, all'improvviso, eccola qua! Lei è partita per la spiaggia, ma sono solo, ma su città. Sento fischiare sopra di te un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Pensieri all'incontrario va. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Marisol Jiménez Cantillo und Claudio Maniscalco und Robert Luis Griesbach. Marisol, ja, leg ruhig hin. Oder möchtest du auflassen? Oh nee, obwohl bei dem hellen Licht, ne? Muss nicht. Marisol ist ja Spanierin. Wie gut sprichst du eigentlich Italienisch? Also oder Italienisch sind die Sprachen so eng miteinander verwandt, dass das eine wie das andere? Nee. Naja, ich spreche besser Italienisch als Spanisch. Edge. Ah, ah, ja, so hab ich eben geguckt. Jetzt musst du uns aber sagen, warum. Naja, ursprünglich sollte ich zweisprachig aufwachsen, was dann nicht so ganz funktioniert hat, da mein Vater sehr viel auf Reisen war. Ja. Und dann habe ich später Italienisch gelernt in der Schule. Und da mein Vater viele italienische Freunde hat, habe ich mich natürlich bemüht, immer mal wieder auch zu sprechen. Und ja, also es ist nicht fließend, aber ich verstehe das meiste. Mhm. Ja. Robert, du beherrschst die italienische Sprache auch relativ perfekt, denn ja, du singst sehr viel. Kisuaeli. Also es könnte durchaus sein, dass die beiden sie unterhalten während des Stückes und du kriegst ja nicht mit, worüber sie sprechen. Ja, wenn es denn sein muss. Das passiert mir als Günther in La Familia auch des Öfteren. Aber
Man bringt mir Italienisch bei. Gut. Nee, ich meine jetzt natürlich durchaus, ihr könntet, wenn ihr wollt, könntet ihr durchaus mal gehässig, wenn er einen kleinen Fehler macht, wenn das Stück ist, was natürlich nicht passiert, dann könntet ihr schon mal, und er guckt ein bisschen komisch und weiß ja nicht warum. Und das können wir machen. Aber das machen wir nicht. Aber das, nein. Ja, meine wunderbare Stimmung da. Ja, und das macht viel Spaß. Und es überträgt sich natürlich auch auf die Gäste, ja, die, wie das Stück schon heißt, ja, La Familia sind. Das, ja, heißt, die Gäste sind ja unsere Familie. Das heißt, sie feiern mit uns also jeden Montagabend Hochzeit. Ja. Also praktisch, es wird jeden Montagabend bei Pomptuck in Circumstance geheiratet. Dieses Publikum leidet mit ihm mit, weil er ist als Deutscher sozusagen der deutsche Part. Also sie können sich damit identifizieren, wenn ein Deutscher nach Italien kommt, was ihm da alles passiert. Und zum Schluss lieben sie uns alle drei, wenn alles zusammenkommt. Das ist also ein toller Abend. Das Zelt tobt am Montagabend. Dort. Wie häufig gibt es bei Ihnen im Marriott, Herr Alborghetti, Hochzeitsfeiern? Verschiedene. Wir können sagen, zweimal per Monat. Ja. Zweimal per Monat. Und schon, wir sind auch eine Familie in unserem Hotel. Erstmal, unsere Mitarbeiter sind alle zusammen eine Familie. Und auch mit unseren Kunden. Also wie im Pomptuck in Circumstance, wir haben auch eine große Familie mit unseren Kunden. War Pomptuck schon mal bei Ihnen? Ich meine, ihr gebt ja auch Auswärtsgastspiele oder eher nicht? Doch sicher, natürlich geben wir auch. Das ist gar kein Problem. Also das braucht man nur mit dem Management abklären, dann kommen wir. Aber schön, der ganzen Abend. Ja. Oh. Herr Bodars war schon Kunde bei uns, das vor 3 Monaten, und auf jeden Fall wieder in die Zukunft noch etwas organisieren. Wir uns sehr freuen. Wenn ihr La Familia macht montagsabends, da gibt es natürlich auch ausschließlich italienische Küche. Was ist das für eine Küche, die da angeboten wird? Wer kennt sich damit am besten aus? Nein, den Koch haben wir nicht dabei, aber sie kocht ja offiziell. Also in diesem Stück ist es so, als wenn sie kochen geht. Marisol, was wird gekocht? Naja, er muss es ja ansagen. Ich sage es an, ich weiß. Also es gibt, vorweg gibt es, glaube ich, ein Carpaccio aus, ein italienisches Carpaccio mit einer Lachssoße, glaube ich, mit einer Thunfischsoße. Thunfischsoße. Ja. Dann gibt es vorweg natürlich so kleine Oliven und Schnackelagen. Okay, und natürlich hier dieses wunderbare Ciabatta-Brot mit Oliven. Ja. Ja. Und dann gibt es verschiedene Es wechselt auch immer. Also es gibt zwei unterschiedliche Pasta-Gerichte, aber bis zum Abwinken. Also man kann sich praktisch also eine Woche vorher schon mal vorhungern. Und also wenn man so will, man kann das ja als mediterrane Küche bezeichnen, was es da an diesem Abend gibt. Das heißt, das ist dann auch noch gesund, Herr Alborghetti, zu Pomptuck, zu La Familia zu kommen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die Italiener sind die Bevölkerung, die weltweit das zweithöchste Lebensalter erreichen. Tatsächlich. Oh, wenn ich es euch sage. Wir probieren den Japanern. Wir probieren ja aufgrund des gesunden italienischen Essens ja auch, dass La Familia auf Krankenschein verordnet wird. Um einfach wieder das Herz aufblühen zu lassen und einfach gesund zu leben und Spaß zu haben. Also, Herr Alborghetti? Das gute Essen, ich denke, das spielt einen großen Teil. Aber das Liebe, denke ich, und diese Emotion von unserem Leben, das ist, weil wir bekommen im 80 Jahre alt und 90 Jahre alt heute Tage da in Italien. Speziellweise in Süditalien. Ja. Das geht noch weiter bis 90 Jahre alt im Moment. Und das ist schon toll. Aber das ist auch, wenn ich das sagen darf, das ist auch ein Gefühl, was jeden Abend rüberkommt. Wir hatten letztens zum Beispiel, waren auch amerikanische Gäste da. Mhm. Wir sprachen sie an und sagten, haben sie überhaupt irgendetwas verstanden? Nein, aber wir haben es gefühlt. Und ich fand, das war ein ganz großes Kompliment. Wunderbare Formulierung. Also das, was Sie gerade sagten, also man hat es gefühlt. Liegt denn nicht zuletzt an den Darstellern? Ich glaube, was auch wichtig ist, diese Italiener haben ja auch wirklich dieses Lebensgefühl, was wir auch nahebringen. Wir lieben das Leben und wir leben es. Also das hat der Herr Castro, der Regisseur, damit reingeschrieben. Und das stimmt auch. Da ist wirklich etwas dran. Also erstmal darüber nachdenken, was kann ich mir für einen Spaßfaktor in meinem Leben habe ich. Und dann kommt natürlich, die Arbeit ist auch wichtig. Aber ich glaube, ich bin ja auch hier in Deutschland sehr involviert. Wir sind oftmals viel zu ernst, nur zu hecheln nach was, wie kann ich alles bezahlen, sondern eher durch den Spaß kann man dann auch die Gelassenheit haben, und das geht alles viel leichter von. Wobei das natürlich auch eine gute Idee ist. Ich komme zu Ihnen als Gast, esse schön und dann fragen Sie, wie wollen Sie bezahlen? Mit Spaß. das könnte auch gehen, das ist kein Problem. Das haben wir jetzt aber alle gehört. Millionen zu Hause, Marriott, also da wird mit Spaß bezahlt. Aber Sie müssen guter Stimmung sein, wenn Sie essen gehen, das ist Marriott. Warum nicht? Wir haben auch eine sehr gute Küche bei uns. Ja, wir sind nicht unbedingt jetzt in die italienische Richtung. Ja.
bisschen amerikanisch international, aber wir haben die bessere Steak, die bessere Fleischrestaurant in die Stadt im Moment, mhm. Midtown Grill in die Eberstraße. Und freue mich zu hören, dass die Leute nehmen das, diese Show auch gerne. Und weil jetzt die internationale Leute, sie lernen vom Italiener die richtige Entscheidung am Tisch zu nehmen. So, sie setzen am Tisch 3-4 Stunden, wie in Italien, wie in einer Hochzeit, wo wir nehmen 6-7 Stunden, wir essen alles, wir trinken sehr gut und dann nehmen die Entscheidung am Tisch. Mhm. Wie groß ist das Ensemble? 3 von vielen sind heute bei uns zu Gast oder 3 und das war's, neben der Musik. Wir 3 sind die Hauptdarsteller und wir 3 machen alles. Wir singen, wir tanzen, wir spielen, Comedy, wir servieren, wir toben durch das ganze Zelt. Wir haben an unserer Seite 5 wunderbare Musiker, davon sind heute leider nur 3 da, aber 5 Live-Musiker, die auch sich das, die, ich sag mal, die Fingerwund spielen. Das ist alles live. Also eigentlich sind wir 8 Leute plus den ganzen Mitarbeitern. Aber natürlich sind wir nicht die ganz große Show wie bei POM. Die gibt's ja auch noch. Also das ist ja, uns ist die, wir sagen so, die, die kleine große Show ist La Familia. Wobei, nicht zu vergessen, ihr habt es angesprochen und ruhig noch mal darauf hinweisen, Publikum, wenn man so ist will, integriert. Ist integriert, ist die Familie. Es sind auch 3, also 3 Gänge gibt es bei unserem und unseres, unsere Show kostet in Anführungszeichen nur 45 Euro für so einen ganzen kompletten Abend. Gutes Stichwort. Hm? 45 Euro und sehr viel mehr können Sie gewinnen bei Keno. Und wenn Sie gespielt haben, hier kommen Ihre Zahlen. Und hier ist Keno, die neue Zahlenlotterie von Lotto. Es folgen nun die Gewinnzahlen. Die 1, 4, 8, die 11, die 13, 24, 26, 29, 34, 36, 38, 49, 50, 55, 56, 59, die 64, 66, 68 und die letzte Gewinnzahl 70. Es folgen nun die Gewinnzahlen für das Zusatzspiel plus 5. Die 2. 0, 6, die 2 und die letzte Zahl im Zusatzspiel plus 5 ist die 2. Und nun noch einmal alle Zahlen in der Zusammenfassung. Die 1, 4, 8, die 11, die 13, 24, 26, 29, 34, 36, 38, 49, 50, 55, 56, 59, die 64, 66, 68 und die letzte Gewinnzahl 70. Und hier nochmal die Gewinnzahlen für das Zusatzspiel plus 5. Die 2, 0, 6, die 2
Und die letzte Zahl im Zusatzspiel plus 5 ist die 2. Wollen Sie noch einmal alle Zahlen im Überblick? Auf der FAB-Videotextseite 222 können Sie alle Kenozahlen noch einmal in Ruhe lesen. Mit Keno ist jeder Tag ein Glückstag. Ihnen noch einen schönen Abend. Spielbank Berlin am Potsdamer Platz. Und was spielen Sie? Spielbank Berlin ganz in Ihrer Nähe. Spielen und gewinnen in der Marburger Straße Nähe Europa Center. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Los Angeles Platz 1. Täglich erwarten wir Sie von 11.30 Uhr bis 3 Uhr. Spielbank Berlin. Und was spielen Sie? Guck mal da, da ist der Reister. Orientierungsschwierigkeiten? Kaufen Sie doch einfach die neuen Knick-mich-Stadtatlanten. Jetzt mit neuen Metrolinien. Überall im Handel erhältlich. Knick mich, die praktischen Stadtatlanten. Fehlt es Ihren Leitungen auch an Druck? Die Glenner-Rohr-Innensanierung bietet ein spezielles Verfahren ohne Ausbau von Rohrleitungen, effizient und kostengünstig. Keine Wände aufstemmen, keine Fliesen abschlagen, keine Rohrleitungen herausreißen. Ein wirklich effizientes Verfahren für normalen Druck und sauberen Wasser. Glenner-Rohr-Innensanierungs GmbH. Suchen Sie eine neue Herausforderung? Sind Sie perspektivlos und möchten sich gern weiterbilden? Und wissen Sie nicht, wie man das anfangen soll? Dann kommen Sie zur DK Akademie. Geschultes Fachpersonal lernt Sie in Ihrem Traumberuf an. In nur wenigen Wochen bekommen Sie Fachscheine für Ihre Qualifizierung. Informieren Sie sich über die Grundvoraussetzungen, die Sie mitbringen müssen, unter www.dekra-akademie.de, damit Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen. DK Akademie GmbH. Beraten, integrieren, qualifizieren. Feriensupermarkt TV täglich auf FAB. Wir präsentieren Ihnen die besten und schönsten Reiseangebote zu unglaublich günstigen Preisen. Entdecken Sie mit Feriensupermarkt TV die absoluten Traumreiseziele. Feriensupermarkt TV. Reinschalten lohnt sich. Feriensupermarkt TV täglich von 21 bis 22 Uhr. Wiederholung von 10 bis 11 Uhr auf FAB. 50 Jahre Tierpark Berlin, 50 Jahre das Wort zum Sonntag, 50 Jahre Lotto 6 aus 49. Feiern Sie mit uns, mit der Jubiläumsprämie nur für Berlin, vom 26. Oktober bis 5. November. Die Sonderspielscheine sind streng limitiert. Gewinne bis zu 330 Euro zusätzlich, ohne einen Cent mehr Einsatz. Das beinhaltet 3 Tipps, Spiel 77 und Super 6. Spielen Sie mit, gewinnen Sie mit. Mehr dazu in Ihrem Berliner Lottoladen, ganz in Ihrer Nähe. Das italienische Auto, das Sie nicht erwartet hätten.
stare perché ti amo è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, stare perché ti amo, io canto a ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, stare perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega. Sarà perché ti amo e in vola vola si va, sempre più in alto si va, in vola vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te, in vola vola si va, sempre più in alto si va, vola vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Un gatto bianco con gli occhi blu, un vetro vaso sulla TV, nell'aereo fumo delle candele, primo acero se rosse come me, ha un filtro contro la gelosia e una ricetta per l'allegria, legge il destino ma nelle stelle, e poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. Oh, sherry, sherry, un'estate così è un souvenir, souvenir d'Italie, e tu sei, devi dirmi di sì, oh sherry sherry, dan dan dan, è soltanto una musica, dan dan dan, un amore, dan dan dan, una notte la favola, dan dan dan, un amore, din din, dimmi che canti, questo è souvenir d'Italia, sherry sherry, dan dan dan, è soltanto un amore, così, dan dan dan, un amore, amore, dan dan dan, una notte la favola, dan dan dan, un amore, ti aspetto qui, din din, dimmi che canti, souvenir d'Italia, questo è souvenir d'Italia, oh sherry sherry. Ja, und Danilo, ich danke euch herzlich. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend unsere Gäste seid. Cinzia und Danilo, italienisch, internationales Duo. Cinzia, jetzt verrat doch bitte uns mal, wer von euch ist italienisch, wer ist international? Also ich bin, glaube ich, mehr italienisch. Mehr Italienisch? Also, 120%. Das heißt, du bist in Italien zur Welt gekommen, oder wie? Ja. Ja, ich gut. Bin bis 18 und dann haben und dann wir geheiratet. Wie, ihn? Ja. Oh, das ist ja nett, wa? Ja. Das ist nett, ja, muss ich sagen. Seit wann kennt ihr euch? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren? Und seit 20 Jahren macht ihr gemeinsam Musik, oder wie? Nee, seitdem wir verheiratet sind. Also seit 16 Jahren machen wir professionelle Musik. Ja. Wie ist denn dieses international zu verstehen, Cinzia? Was hat das mit eurem Programm zu tun? Oder? Er ist sehr sprachenbegabt, im Gegenteil zu mir. Also ich bin mehr, wie gesagt, also nicht so. Aber er ist wirklich ein unglaublich. Ein Sprachingenieur. Ich bin halber Italiener und halber Berliner. Daran liegt es. Das ist das Internationale. Und also, das Repertoire ist sehr international. Also, du kannst Italienisch und Berlinerisch. Ja, das ist ja schon toll. Ja. Ja. Und ihr ich habe gelesen, 1000 Titel habt ihr im Repertoire. Ja. Das ist unglaublich. Also das heißt, übers Italienische hinaus. Heute Abend haben wir ja, weil italienischer Abend, italienisch gehört. Was ist sonst so eure Richtung neben dem Italienischen? Eher so das Amerikanische? Ja, Südamerikanische, also mag ich meistens, sage ich ganz ehrlich. Ja. Aber wir haben wirklich alles. Also sogar auch alte Berliner Lieder, alles, was Sie sich vorstellen können. Also ja, auch, also. Wenn es sein muss, was heißt, ja. Na, aber häufig wird es ja gewünscht. Ne? Was sind Berliner Lieder? Berliner Lieder, was Krumme Lang oder was, wenn jemand war, der. Oder weil das Holz auch. Ja, genau, wenn es sein muss. Aber wir spielen von
Eros Ramazzotti, Elton John, George Michael, Robbie Williams, Camisa Negra, mal gucken an die Charts, Dean Martin. I like a bigger pizza pie, that's somewhere. Da ist er, jetzt braucht er nur ein Tiretto und ein Whiskyglas in der Hand. Wo seid ihr in der Regel zu sehen, zu hören hier in Berlin? Gibt es so einen Veranstaltungsort, also wo ihr häufig seid? Das ist wirklich unterschiedlich. Wir sind wirklich überall. Also kann man nicht jetzt so... Also ist das die ideale Empfehlung, in die Homepage gucken, schnell www.cinzia-danilo.devu. Und da steht drin, wo ihr wann zu sehen seid. Genau. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Büro. Danke für die tolle Musik. Cinzia und Danilo, danke. So, liebe Freunde, herzlichen Dank. Danke euch weiter. Viel Erfolg. Übrigens, liebe Zuschauer, ganz wichtiger Hinweis, Cinzia und Danilo sehen Sie nicht bei Pom, Duck and a Circumstance, aber unsere drei Gäste, die hier an meiner Seite sitzen, Marisol, Claudio und Robert und Herrn Alborghetti, sehen Sie wahrscheinlich demnächst bei Pom, Duck und Circumstance. Auf der Bühne. Zu La Familia sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Ja. Vielen Dank. Oh, das ist ja eine nette Idee. Also, Italiener hören dort zusammen. Ja, eben. Aber viele von uns italienischen Kunden gehen gerne in Pom, Duck and Circumstances. Vom Dax Berlin. Die haben Sie noch nicht anstecken können? Ah, das ist ja interessant. Er arbeitet zu viel. Also da müssen wir auch mal. Stichwort Arbeit, da müssen wir dran arbeiten. Ganz genau. Wir bleiben mal beim Stichwort Arbeit. Das, was ihr da bei Pom, Duck macht, jeden Montag, 20 Uhr, La Familia. Großes Spiegelzelt, also alle hingehen und den Spaß miterleben. Aber daneben habt ihr ja dann auch noch andere Termine, Marisol. Zum Beispiel jetzt während des ganzen Novembers und über den November womöglich hinaus noch, da geht es irgendwie um Weihnachten für dich, oder wie? Genau, ich singe jetzt täglich Weihnachtslieder. Also ich bin schon voll und ganz in Weihnachtsstimmung. Ich probe mit Gail Tufts. Ja. Für das Tipi. Wir machen eine schöne große Weihnachtsshow. Wir haben am 26. November Premiere und spielen bis zum 26. Dezember. Ja. Ja, es wird eine schöne Show mit vielen Weihnachtsliedern, schönen Tanznummern und. Aber das wird dann schon eine etwas andere Weihnachtsshow, als viele gemeinhin so die Weihnachtsveranstaltungen erwarten, oder nicht? Ja, also ich glaube schon, es ist alles dabei. Es ist auf sehr hohem Niveau, es sind sehr gute Leute. Ja. Thomas Zaufke hat unsere Lieder arrangiert. Ja. Also wunderbare musikalische Arrangements. Welche Lieder sind das? Das ist nicht Stille Nacht oder doch ist Stille auch Nacht, dabei. Aber mit also anderen Texten oder ist auch aber dabei. Nicht ganz so still, wenn ich, so wie ich euch kenne. Also es ist alles dabei, von wirklich traditionellen Weihnachtsliedern, mehrstimmig in schönen Sätzen, bis hin zu I Will Survive mit Hallelujahs drüber und Kling 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 Steppnummer. Also es ist alles dabei. Also, ja. Wunderbar. Und der Robert, nicht nur montags bei Pom, Duck, sondern... Auch dienstags bis sonntags in der großen Show. Ja. Kirche Krone Kritiker, auch seit letztem Jahr, September, auch inszeniert von Arthur Castro, ganz erfolgreich im Spiegelzelt. Da bin ich aber allerdings ein Inder. das ist aber kein Problem. Ne? Nee, und im nächsten Jahr das dann heißt, auch du wieder... hast eine Green Card oder wie? Ah, habe ich schon längst bekommen, war kein Problem. Ja. Nee, das heißt, du hast dann, wenn man so will, eine 7-Tage-Woche? Ich habe 7-Tage-Woche. Ja. Also ich habe wieder freie Tage im Januar. Ja. Und kommt der Inder hin und wieder mal bei La Familia durch? Nein. Also ein Glück nicht. Nee. Also es reicht schon, wenn der Inder ab und zu, wenn man privat spricht, durchkommt. Ja. Aber es hat ja dann auch im nächsten Jahr spiele ich dann auch wieder mein Solo-Kabarett bei den Wühlmäusen im Theater von Dieter Hallervoll. Gut, aber ich denke, die Kenner, die wissen das. Ansonsten haben Sie es jetzt gehört, schon mal reinschreiben, in Terminkalender bei Wühlmäuse reingucken. Termine stehen wahrscheinlich auch schon fest, um sich vorzubereiten. Und Dean Martin! Ja, genau. Ja. Der Kollege da sagte eben, Dean Martin, ich spiele Dean Martin im Opernpalais. Ja. Auch noch eine wunderbare Show. Wir hatten gerade im Konzerthaus am Gendarmenmarkt mit großem Orchester hatte ich Premiere. Es war ein Traum, es hat Spaß gemacht. Und da mache ich jetzt in einer etwas kleineren Version, aber auch immerhin noch 12 Musiker, alles live. Kleine Version, sagt er. Kleine Version. 12 Musiker mit Streichern und so im Opernpalais. Ja. Einfach mal auf die Seite vom Opernpalais gehen. Und natürlich auch noch ein kleines Weihnachtsprogramm im Notges, ein kleines Theater, das Kieztheater in Marienfelde ist das. Ja. In Lichterfelde. Ja. Auch ein süßes Theater. Also auch ich habe eine 7-Tage-Woche und dann Pomp und so. Und das macht viel, viel Spaß. Also kommen Sie in alle Shows. Also ich bin sicher, liebe Zuschauer, Sie kriegen von allen dreien nie genug. Deshalb alle Termine mal hinterfragen. Jeder hat ja wahrscheinlich seine Homepage. Natürlich. Aber ne, wie schnell? Also meines ganz einfach griesbach.de, griesbach nur mit einem S. Oder statt.de TV hinten. Oder TV hinten. Ja, wir kennen uns ja aus. Ja, Marisol? Meine gibt es noch nicht.
Da ich gerade seit einem Jahr aus der Uni raus bin und alles so im Entstehen ist, kommt alles nach und nach. Gut, aber Tippi, aber das fällt ab 26. November mit Gail Tafts. Genau. Und ich habe eine www.claudio-maniscalco.de. Ich habe schon zu viel Mino drin. Pomp.de. Oder bei Pomp.tag. Pomp.tag ist überall. Pomp.de. Albuquerque, gibt es auch fürs Marriott Hotel eine Homepage? Na klar. Oh, wir haben so viele. Ja. Aber ich gehe mehr in die kürzere. www.marriott.de und dann wir finden die ganze Hotel in unsere, also in unsere Nation hier Deutschland. Und auf jeden Fall Berlin steht ganz groß oben. So. Das also www.marriott.de. Gut. Gibt es jetzt für die nächsten Wochen, Weihnachtswochen, Herbstwochen fangen jetzt an, Weihnachtswochen stehen bevor, gibt es da bestimmte Programme, auf die wir hinweisen sollten, unsere Zuschauer? Natürlich nicht montags. Montag haben wir schon, aber auf jeden Fall vom Turkey to go, das heißt Truthahn für zu Hause, weil unsere Kunden möchte gerne Truthahn zu Hause bestellen, das wird auf jeden Fall über unsere Taxifirma. Wenn so drei Truthähne nachfolgen auf dem Weg nach Hause? Das wird ein großes sein, nur ein großes. So, inklusive die ganze Beilage und Flasche Wein dazu. Wir haben auf jeden Fall unsere Brunch am Weihnachtentag und Weihnachten also die Tage danach. Wir haben unser Silvesterabendessen in unserem Meet & Greet Restaurant. Also. Und auf jeden Fall, unser Hotel ist da zur Verfügung. Und wir haben Stefano Alborghetti, Manager im Marriott Hotel, persönlich kennenlernen will, der guckt mal rein. Nicht, dass er Sie bedient am Tisch, aber wenn Sie nach ihm fragen, wird er sicher mal einen Augenblick für Sie Zeit haben. Claudio. Ja. Bei deiner Dean Martin Show. Ja. Was hast du da in der Hand? Ein Mikrofon. Was noch? Eine Zigarette. Was noch? Und ein Whiskyglas. Ja, da ist er. Natürlich. Das muss sein. Okay, wir wissen ja, das ist der echte Dean Martin. Das ist nicht womöglich verlaufen. Deswegen wollte er diese Rolle auch nur spielen. Ja. Endlich mal rauchen und trinken auf der Bühne. Ja. Wir haben ganz viele Dinge, die ich ansprechen können, weil die Zeit rennt. Aber ich bin sicher, unsere Zuschauer hören euch lieber musikalisch als hier am Tische. Und ansonsten, wenn sie noch mehr hören wollen, immer Montag. La Familia bei Pomp, Duck and Circumstance um 20 Uhr. Wir blenden das Ganze noch mal ein, sozusagen zum Mitschreiben. Oder vielleicht wollen Sie es auch kopieren. Dann lassen Sie jetzt Ihren Bildschirm durch einen Kopierer laufen. Okay, dann haben Sie womöglich eine Farbkopie. Ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich wünsche euch weiter viel, 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 viel Erfolg mit La Familia. Wenn Sie zur Familie gehören wollen, wie gesagt, einfach hingehen. Ich bitte euch wieder rüber in unsere Show-Ecke, denn wir erleben euch natürlich nochmal. Herzlichen Dank. Und mit Herrn Alborghetti sind wir uns einig. Wir besuchen gemeinsam La Familia und danach besuchen wir dann das Marriott Hotel. Haben wir gesagt, wo genau wir es finden? Es gibt ja viele 5- oder 6- oder 7 Sterne Hotels in Berlin. Oh, das gibt im Moment viele, aber trotzdem läuft relativ gut bei uns. Ja, klar. Und Berlin als Stadt braucht so viele Hotels, weil Berlin guckt jetzt sehr stark in die Zukunft. Wir wissen, Weltcup ist jetzt an die Tür. Wo finden wir es? Also, welche Straße? Also, unser ist im Potsdamer Platz. Ingeby ist ein Platz. Wunderbar. Unser Main Entrance und dann am Eberstraße steht die Entrance für unser Meet & Greet Restaurant. Ich sage herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Alborghetti, für den Besuch bei uns im Studio. Meine Damen, meine Herren, und hier kommen Sie noch einmal, unsere drei von La Familia, montags 20 Uhr, Pomp, Duck & Circumstance. Bitte sehr. Tschüss. Prego, prego, anywhere you may go, make each day be a day full of fun. If there's a game or a girl to be won, do it with a bing, bang, bong. Do it with a bing, bang, bong. A bing, bang, bong. A bing, bang, bong. Presto, presto, do your very besto, don't hang back like a shy little kid. You'll be so glad that you did what you did if you do it with a bing, bang, bong. If you do it with a bing, bang, bong. A bing, bang, bong. A bing, bang, bong. Be like Cristobal Colombo. Take a chance, take a chance. Don't be a doopy or a dumbo. Gotta run in a trance. One step, two steps, stepping through a new step. Live your life with a zip and a zing. You'll have the world on the end of a string if you do it with a bing, bang, bong. If you do it with a bing, bang, bong. A bing, bang, bong. A bing, bang, bong. Be like Cristobal Colombo. Take a chance, take a chance. Don't be
a doopie or a dumbo. Gotta run in a trance. One step, two step, stepping through a new step. Live your life with a zip and a zing. You'll have the world on the end of a string if you do it with a ping bang bong. If you do it with a bing bang bong. A bing bang bong. A bing bang bong. Kommen wir zum Schluss, ja? Und wir singen noch zum Schluss eine schöne Americano-Song. Moment mal, wir singen Neapolitano. Neapolitano, no, wir singen Americano. Neapolitano, Americano. Neapolitano, Americano. Neapolitano. Wissen Sie, wie schwer Neapolitanisch ist? Hm? Wissen Sie das? Das musst du dir vorstellen, als müsste ich jetzt Sächsisch singen. Ah, so schwer ist Neapolitanisch. No, wir singen Americano. Neapolitano. Americano. Neapolitano. Americano. Neapolitano. Americano. Neapolitano. Da bin ich ja gespannt, wie das am nächsten Montag bei La Familia ausgeht. Dai! Dai! Pizza bella, pomodoro, mozzarella, vai! Porti gasunisku, stemma arene. Hören Sie das Sächsische? Na kupula la ka, wie sehr alza. Es wird noch schlimmer. Passes campagnano, perulero, come ne guapo te fa guardare. Epa! Ihnen vorstellen am Saxophon der wunderbare Gianluca Rossini. Grazie. Und al pianoforte haben wir für Sie der schöne Giancarlo Rossini. Am Schlagzeug unser wunderbar Pietro Rossini! Oh, dai! Come te può capire chi te va bene? Sì, tu le parli in mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene capa e ti love you. Tu lo fai americano, americano, americano. Scegli me che lo fa. Tu lo fai una cosa, ma se bevi whisky in soda, poi ti senti che va. Tu lo fai la rock and roll, tu gioca a baseball. Familie, vom Duck and Circumstance, immer Montag, 20 Uhr, liebe Zuschauer. Aber mir reicht das, was wir heute hatten, noch nicht.
Vielleicht habt ihr noch eine kleine Zugabe, italienische Zugabe für mich, für Mama, für Papa, für die ganze Familie, bitte. Ja, ja. Natürlich, Wolf-Dieter, wir haben natürlich noch eine. Maestro, hau in die Tasten. Circumstance mit La Familia Steinbrunn.